Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. So lauten die Titel der Pokémon-Spiele der 9. Generation. Und ja, richtig gehört, es sind mal wieder zwei Pokémon-Spiele. Einige hatten die Hoffnung, dass nach Pokémon Legenden Arceus aus zwei Spielen nur eines wird. Aber da Pokémon Legenden Arceus nicht so wirklich eine Edition war, sondern ein eigenständiges Ding, war diese Hoffnung vielleicht etwas unbegründet. Und ja, es sind tatsächlich erneut wieder zwei Spiele. Das ist natürlich mittlerweile Tradition. Damals angefangen mit Pokémon Rot und Blau, beziehungsweise Rot und Grün in Japan, bis hin dann zu Pokémon Schwert und Schild. Es sind nach wie vor die zwei Editionen. Und auch in der 9. Generation geht es so weiter. Aber ist das wirklich eine gute Sache? Viele sind dem Ganzen eher negativ gegenüber eingestellt und hatten sich erhofft, dass es von nun an nur eine Edition sein wird. Denn, seien wir mal ehrlich, das Zwei-Editionen-System ist ziemliche Abzocke. Diejenigen von euch, die sich etwas besser mit Pokémon auskennen, die werden wissen, dass in den beiden Editionen nicht wirklich viele Unterschiede bestehen. Ganz im Gegenteil sogar. Die Unterschiede sind minimal. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Unterschiede zwischen Pokémon Schwert und Schild anschauen, da waren die einzigen Unterschiede einige Arenaleiter, einige vorkommende Pokémon, natürlich auch die Coverlegis und auch der Rivale im DLC. Es sind wirklich nicht viele Unterschiede und der Preis ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Noch etwas bizarrer wird das Ganze, wenn man sich zum Beispiel Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle anschaut. Es ist das exakt selbe Spiel und nur eine Zeile in dem Code ist unterschiedlich, die dann bestimmt, ob das Spiel Pokémon Steiner Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle ist. Ihr kriegt also ohnehin beide Spiele in einem, aber eine Zeile im Code bestimmt, okay, du kannst nur auf dieses eine Spiel zugreifen. Schon etwas blöd. Da es sich also bei den beiden Spielen um fast exakt dieselbe ROM handelte, konnten Hacker mit Leichtigkeit zwischen den beiden Versionen wechseln. Es ist schon ziemlich absurd. Und da stellt sich mir dann schon so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Sinn hinter den zwei Editionen, wenn beide ohnehin nahezu identisch sind? Auf der einen Seite könnte man sagen, okay, in Pokémon geht es natürlich auch ums Tauschen. Auch wenn der Schnapp-sie-dir-alles-Slogan nicht mehr so ganz aktuell ist, ist es nach wie vor ein Ziel, sich alle Pokémon zu fangen. Und dafür braucht man im Normalfall beide Editionen. Durch die Tauschmöglichkeiten, die heutzutage wirklich einfacher sind als je zuvor, dank des Internets, geht das Ganze auch wirklich mit Leichtigkeit. Ihr geht online, bietet ein Pokémon an und bekommt, hoffentlich, das Pokémon, das ihr haben wollt. Und da Tauschen durchaus eine wichtige Funktion von Pokémon ist, ich meine, einige Pokémon entwickeln sich zum Beispiel auch erst so, ist das Zwei-Editionen-System vielleicht gar nicht mal so schlecht. Gleichzeitig bedeutet das natürlich aber auch, dass diejenigen, die sich ein Spiel kaufen, weniger Inhalt bekommen. Anstatt eine etwas größere Edition zu machen, wo dann wirklich der ganze Content drin ist, bekommt man hier leider nur einen Teil des Spiels. Wie gesagt, die Änderungen sind nicht wirklich groß, aber trotzdem ist es wirklich nicht so geil. Und sogar noch unschöner finde ich es, dass einige Inhalte dann sogar hinter den Kauf anderer Pokémon-Spiele gelockt werden. Jüngstes Beispiel, Pokémon Legenden Arceus. Falls ihr Arceus in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle haben wollt, dann müsst ihr erstmal 50 bis 60 Euro ausgeben, um Pokémon Legenden Arceus zu bekommen. Falls euch jetzt denkt, okay, kein allzu großes Problem, leih mir das Spiel mal eben von einem Freund. Nein, ganz so leicht ist das nicht. Ihr müsst das Spiel auch noch durchspielen. Also ganz so leicht wird es euch nicht gemacht. Und das finde ich wirklich unschön, dass der ganze Content, der eigentlich in einem Pokémon-Spiel drin sein sollte, mittlerweile so stark verteilt wird. Man soll sich zwei Editionen kaufen, dann brauchst du doch das Spiel, um das Pokémon zu bekommen. Ach, kauf da doch das Spiel, dann kriegst du doch das Pokémon. Es ist wirklich etwas blöd. Und ja, ich weiß, damals war es auch nicht unbedingt leicht, Arceus in Pokémon Diamant und Perl zu bekommen, aber das heißt ja nicht, dass man es genauso schlimm weitermachen muss. Das Pokémon via Events zu verteilen wie damals ist nicht so geil. Das Pokémon hinter einen Kauf zu locken ist ebenfalls nicht so geil. Da finde ich es eigentlich ganz cool, wie sie es mit Shaymin gemacht haben, dass man es sich einfach runterladen kann und dann in-game das Event machen kann. Das ist meiner Ansicht nach wirklich die perfekte Lösung. Aber stattdessen wird immer alles aufgeteilt. Du brauchst das Spiel und dann das Spiel und dann das Spiel, nur um eines der Hauptziele des Spiels, und zwar das Vervollständigen des Pokédexes, überhaupt machen zu können. Bin ich der Einzige, der das etwas blöd findet? Ich weiß ja nicht. Ich weiß, das Ganze macht Geld, deswegen wird es sich nie ändern, aber trotzdem, bitte, 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 hört mit dem Zwei-Editionen-System auf, weil sich das Spiel nur einmal zu kaufen und dadurch den ganzen Content zu bekommen, wirklich für jeden besser ist. Oder wie seht ihr das Ganze so? Findet ihr das Zwei-Editionen-System gut? Oder würdet ihr es wie ich bevorzugen, wenn es nur noch eine Edition wäre? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.